Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, heute möchte ich euch erklären, was ich vorhabe auf meinem Kanal, denn ich hatte ja vor einigen Tagen den Charakter erstellt per Glücksrad, die Abby Soundwave. Und was genau es damit auf sich hat, das klären wir gleich. So, ihr Lieben, ich werde jetzt hier erstmal nebenbei ein bisschen leveln und dann kann ich euch erklären, was es damit auf sich hat. Denn ich muss euch sagen, ich bin ziemlich, ja, ziemlich unzufrieden mit den momentanen Quest-Videos, ja, die ich mit der Abigail Sound Love aufgenommen habe. Denn es ist so ein reines Durcheinander und ja, ich bin einfach komplett unzufrieden damit und möchte das ganz gerne nochmal neu starten, denn ich hatte ja damals, als ich mit YouTube angefangen hatte, ja, mittendrin angefangen und ja, da fehlt halt einfach die Hälfte beziehungsweise der komplette Anfang fehlt und das ist ja ein Ding, was mich unheimlich stört und ich würde es einfach sehr, 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 sehr gern einfach noch mal richtig komplett, ja, von vornherein, also direkt vom Anfang die ganze Geschichte beziehungsweise die Nebenquests und die Storyquests gerne durchspielen. Ja, das bedeutet natürlich, dass ich mit der ja, mit der Abigail Sound Love ja keine Quest-Videos mehr hochladen werde, beziehungsweise nur noch die Story-Quest-Videos oder beziehungsweise die Story-Quest machen werde und die Nebenquests werde ich ja im Offline machen, also außerhalb von YouTube, denn ja, damit ich wenigstens noch die Stories ja machen kann und ja, das Ganze hat auch ja folgenden Hintergrund, weil, wie ich ja schon gesagt habe, ist es meiner Meinung nach einfach zu durcheinander und das ist so eine Sache, was mich einfach sehr stört. Ich hätte da gerne eine klare Ordnung, weil damals, als ich jetzt mit diesen Videos angefangen habe, da waren die ja die Storyquests und die Nebenquests noch nicht so schön aufgeteilt, sondern das war einfach so ein Mischmasch und ich wusste natürlich nicht, was jetzt Story-Quest ist, was Nebenquest ist und was zusammengehört und was nicht zusammengehört. Ja, das ist so ein Ding, was mich, wie gesagt, einfach sehr stört und ich hätte da gerne eine klare Ordnung. Ja, das andere Ding ist, dass ich am Anfang, als ich angefangen habe, die Videos einfach nur ups, jetzt, das war Raya. Ja, dass ich am Anfang die Videos einfach nur so gemacht habe und ja, einfach damit ich ein bisschen Material auf meinem Kanal zur Verfügung habe und habe nicht groß drüber nachgedacht und habe zu viel, also zu viel durcheinander gebracht. Und ja, das zum Beispiel auch habe ich ein Video drin, das heißt eine Stunde Questen und da geht ja schon das Problem los. Es kann keiner finden, es weiß keiner, welche Quest das ist und ja, das ist einfach, das stört mich einfach sehr. Also ich möchte das nicht so haben. Ja, wisst ihr, also ihr Lieben, das ist einfach so ein Chaos, was mich einfach unheimlich stört und ich möchte es einfach gerne ordentlich haben. Ja, so dass die ja, die Quests halt einfach auch auffindbar sind auf YouTube, wenn jemand eine bestimmte Quest sucht. Die Quest, die ich schon drin habe, zum Beispiel James Schatzjagd, das ist in Ordnung, das findet man auch ganz gut, aber die anderen Sachen findet man halt nicht. Ja, und das würde ich einfach sehr gerne ein bisschen besser machen, dass eben auch die, ups, dass eben einfach auch die Videos gefunden werden und die Raya macht Blödsinn. Ja, Mensch. Ja. Ja, jedenfalls, wie gesagt, das ist halt so eine Sache, was mich stört. So. Ja, und das andere ist halt,
Ja, ihr kommt alle ziemlich durcheinander, weil ja, die Quest-Videos mit der Abigail habe ich ja schon weit im Voraus aufgenommen und sehr viel später hochgeladen auf YouTube. Und in Wirklichkeit, ja, war ich bei den, ja, also oder kurz gesagt, bei den Quests bin ich eigentlich noch nicht in Epona angekommen, und aber eigentlich bin ich schon in Epona. Und da kommen immer sehr, sehr viele Fragen, die so heißen wie: Hä, wieso bist du denn jetzt schon in Epona? Du bist doch eigentlich noch nicht in Epona. Kann ich auch völlig nachvollziehen, weil die Quests eben so sind, dass ich noch nicht in Epona bin. Aber in Wirklichkeit bin ich ja schon in Epona. Ja, und das andere Problem ist halt auch mit dem Level. Es war zum Beispiel so, dass ich Level 15 laut Quest, also laut Quest bin ich Level 15. Und ja, und in Wirklichkeit bin ich natürlich schon längst Level 16 oder 16,5 gewesen. Und da kommt eben ja immer sehr, sehr viele Fragen. Oh Mensch, wie kann denn das sein? Du bist doch erst Level 15, wieso bist du dann auf einmal Level 16? Und das ist einfach so ein Durcheinander, ja. Das ist halt die andere Sache. Und dann haben wir noch ein anderes Problem, dass ich einfach. Ja, aufgrund meines Levels, ich bin ja jetzt aktuell Level 16, und ich einfach das Aktuelle, was vielleicht beim Update gerade so rauskommt, ich meistens nie machen kann. Ich kann meistens nie ein Update machen, weil ich einfach noch nicht in dem Level bin. Zum Beispiel ist ein gutes Beispiel das Seelenreiten. Das kann ich natürlich noch nicht machen, weil ich einfach noch nicht so weit bin. Und das, ja, ich weiß nicht, ich bin gefühlt Ewigkeiten auf Level 16 und komme einfach nicht weiter und kann einfach keine Videos machen über neue Updates, wo eben das höhere Level Voraussetzung ist. Und das ist eben einfach auch so eine Sache, die mich unheimlich stört, ihr Lieben. Und ich fühle mich einfach sehr unwohl damit, wisst ihr. Und ja, das sind halt so. Ich glaube, das sind alle Gründe, die ich jetzt genannt habe. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und ja, ich weiß, ihr Lieben, es kann sein, dass einige absolut nicht damit zufrieden sind, wenn ich jetzt ja diese Quest neu starte oder komplett neu, ja, das Ganze neu anfange, damit es halt gleichmäßig ist. Aber ich. Ja, ich verstehe das, aber bloß ich muss mich ja selbst auch irgendwie wohlfühlen. Und ja, ich bin einfach unzufrieden, so wie es jetzt ist. Ja, jetzt kommen noch die letzten Quests hoch, wie ich nach Epona komme. Und dann ist halt Schluss mit Abigail. Also zumindest die Questfolgen, zumindest die Nebenquestfolgen. Ja, die Storyquest, wie gesagt, die mache ich sehr gerne noch mit der Abigail. Natürlich weiter, aber die anderen, ja, das werde ich dann ganz normal starten mit der Abby Soundwave, den Charakter, den ich ja vor ein paar Tagen erstellt habe. Und ja, damit ich das einfach ordentlich aufteilen kann. Und ich glaube, ich kann mich damit einfach viel, viel besser arrangieren und fühle mich damit einfach auch viel, viel wohler. Ja, und die vorhandenen Videos, die wir jetzt aktuell jetzt ja drin haben, also die jetzt aktuell hochgeladen sind, ja, die werde ich dann eventuell löschen, oder ich lasse sie drin und mache dann bloß die Playlist halt raus. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, weil das ist schon sehr schmerzhaft irgendwie, weil das war ja doch eine Menge Arbeit. Und wenn ich die jetzt einfach lösche, ich weiß nicht genau, aber. Ja gut, man kann sie ja auch drin lassen, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich muss schauen, wie ich das mache. Also ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Und ja, ihr werdet es dann rechtzeitig erfahren, würde ich sagen. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Nee, ich glaube, das war alles. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid mir da nicht allzu böse da jetzt. Aber wie gesagt, ich habe ja jetzt schon die Gründe genannt, da muss ich ja jetzt nicht nochmal ja, alles ja, wiederholen. Ja. Ja, nee, was ich noch sagen wollte, also die Abigail Soundlove, also mein Hauptcharakter, den werde ich natürlich weiter benutzen für die ganz normalen anderen Videos, die ich so mache, Pferdekäufe und so weiter.
Und wie gesagt, die Story-Quests und der andere Charakter, die Abby Sound Wave, also der neue Charakter, macht dann wie gesagt einfach das Let's Play, die Quest folgen und ich glaube, dann passt das so. Ja, so ihr Lieben, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse jetzt mit dieser Entscheidung, aber ich weiß, ich muss mich ja auch irgendwie wohlfühlen und ich fühle mich einfach momentan überhaupt nicht wohl, so wie das aktuell so ist, ja. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's dann an der Stelle von mir. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich weiß noch nicht, wann ich starte. Jetzt bald, würde ich sagen. Und ja, das war's. Okay, bis bald, ihr Lieben.